Ich bin Lisa Steinlein und ich bin hier Lehrerin an der Fichte für Sport und Geschichte und das seit 2013 und seit 2015 leite ich die Ruder AG und das seit einem Jahr jetzt noch zusammen mit meiner Kollegin Frau Siegling und habe damit sozusagen meine Nische hier an der Schule eigentlich so für mich gefunden. Was begeistert Sie genau an diesem Sport? Ja, Rudern, was ist das eigentlich? Was begeistert mich daran? Das ist ja ein Sport, in dem es um die Ganzkörpererfahrung draußen in der Natur geht. Und das ist eigentlich auch das, was das Ganze so besonders macht. Wer einmal morgens über so einen stillen und auch noch vielleicht kalten See gefahren ist und den Nebel aufsteigen sieht, die Vögel hört oder auch die Stille erlebt, der wird nachher wissen, was das Besondere daran ist. Zum anderen ist es so, das ist ja ein Sport, dass der den ganzen Körper beansprucht. Das heißt, man weiß am Ende, was man getan hat. Man merkt den Körper, man merkt, dass man sich angestrengt hat. Man kann es so gestalten, dass es sehr anstrengend gewesen ist oder auch so, dass es einfach eine moderate und auch irgendwie eine schöne Belastung gewesen ist. Wie unterscheidet sich diese AG von den AGs der anderen Schulen? Die Frage nach dem Unterschied zu anderen AGs kann ich eigentlich gar nicht so genau beantworten, weil ich denke, jede AG hat ihre ganz eigene Besonderheit. Und beim Rudern ist es vor allen Dingen so, dass was ich sehr daran schätze, ist die Gemeinschaft von Schülern aus unterschiedlichen Klassenstufen, die hier alle zusammen eben die Möglichkeit haben, Sport zu machen, aber eben nicht nur Sport zu machen, sondern auch gemeinsame Zeit zusammen zu verbringen und sich gegenseitig auch Dinge beizubringen. Also die Großen, die den Kleinen das Rudern beibringen können und die Kleinen, die den Großen vielleicht manchmal noch ein bisschen mehr spielerische Freude, Gelassenheit und so weiter vermitteln, weil es einfach noch mehr ihr Wesen ist. Was erhoffen Sie sich für die Zukunft der Ruder AG? Wir machen ja Regatten zusammen, wir machen Wanderfahrten zusammen. Also das heißt, all das ist eigentlich das Besondere an der AG, dass es eben nicht nur eine wöchentliche Veranstaltung ist, sondern auch was manchmal die Wochenenden oder auch einfach den ganzen Tag oder einen Abend eben mitfüllt. Was war eines der erinnerungswürdigsten Erlebnisse beim Rudern? Wenn ich so überlege, was mich zum Rudern, was mich dazu gebracht hat oder was mich auch daran gehalten hat, dann ist es zum einen die Erfahrung, die ich selber als Kind beim Rudern machen durfte. Also ich habe angefangen zu rudern, da war ich 9. Und dieses Gefühl von draußen sein, man fährt zum Beispiel im Winter über einen See, der schon fast am Zufrieren ist, aber natürlich das Wasser noch frei ist. Man kommt nachher wieder, die Hände sind eiskalt, man muss sie erstmal ein bisschen auftauen eigentlich unter warmem Wasser und dieses Prickeln, was sich langsam einstellt, also das Gefühl, wirklich was gemacht zu haben, das ist einfach unbeschreiblich. Und in der AG ist, glaube ich, das, was mich am allermeisten bisher beeindruckt hat, zum einen das Durchführen der ersten eigenen Wanderfahrt mit einer 9. Klasse, wo ich die Verantwortung für 20 Neuntklässler hatte, die ich gut hin und wieder zurückbringen und begleiten musste und das ganze Organisatorische drumherum, Zuversicht ausstrahlen, auch wenn man manchmal selber vielleicht unsicher ist und am Ende festzustellen, dass es eine wunderbare Fahrt war, wo nicht immer alles glatt gegangen ist, aber die für alle auf jeden Fall ein Erlebnis gewesen ist. Wenn ich das also noch überlege, was bedeutet das Rudern für mich selber an der Schule, dann ist es so, dass ich hier die Möglichkeit hatte, einen Ort zu finden, wo ich sehr viel gestalten kann, wo ich dafür sorgen kann und dass ich Schüler aus ganz anderen Blickwinkeln kennenlerne, dass ich Schülerinnen sehe, die ich sonst im Sportunterricht ganz anders erlebe oder auch im normalen Unterricht und einfach die Jugendlichen dabei begleiten kann und wie sie groß werden. Und das eben nicht nur im Leistungskontext, sondern wirklich in einem, der Freizeit bedeutet und trotzdem eine Verbindung zur Schule hat. Das genieße ich sehr und da freue ich mich darauf, das noch viele Jahre so machen zu dürfen. Falls ihr noch mehr von der Fichte erfahren wollt, könnt ihr euch gerne noch ein Video auf diesem Kanal angucken oder die Fichtenberg-Homepage besuchen. Wenn ihr wissen wollt, was in der Baustelle an der Schule gebaut wird, könnt ihr euch gerne das oben rechts und in der Videobeschreibung verlinkte Video dazu angucken. Wir hoffen, dass wir euch an der Fichte wiedersehen werden.